WDR Zeitzeichen. Stichtag heute. 19. Februar 1957. Der Geburtstag des Musikers Falco. Er war ein Punker und er lebte in der großen Stadt. Es war in Wien, war Vienna, wo er alles tat. Er hatte Schulden, denn er trank, doch ihn liebten alle Frauen. Und jeder rief, come and rock me, Amadeus, come and rock me. Eine Brille aufsetzen und einen Anzug anziehen, das kann erstmal jeder. Aber sich dann auch noch so zu bewegen und so zu sprechen wie Falco und dann wirklich auch so auszuschauen, wenn man die Brille abnimmt, das ist eben dann auch was Spezielles, was ich ganz gut erfüllen kann. Es gibt 1000 Videos und es gibt Interviews, es gibt Konzertmitschnitte. Ich gucke mir das halt an. Ja, und so wachse ich langsam in die Figur rein. Und man muss sich das dann eher so vorstellen wie ein Puzzle, wo man die rechts, links, oben, unten Ecken schon hat. Und dann muss man bis zur Mitte sich durchkämpfen, bis das ganze Bild wirklich perfekt sichtbar ist. Alexander Kerbst verkörpert den Musiker und Sänger Falco seit fast 20 Jahren. Er ist der Hauptdarsteller der Show Falco, das Musical, eine Hommage an den Sänger aus Österreich. Aktuell ist Kerbst, der dem Künstler verblüffend ähnlich sieht, auf Jubiläumstournee zum 65. Geburtstag des Popstars, der die Musikszene der 1980er Jahre aufmischte. Falco, das ist die Geschichte einer kometenhaften Karriere, einem Leben mit vielen Höhen und Tiefen, geprägt von Selbstzweifeln und der Suche nach Liebe und Anerkennung. Am 19. Februar 1957 kommt Johann Hölzel in Wien zur Welt, als einziger Überlebender einer Drillingsgeburt. Hans wird er genannt, der Bub, dessen Beinchen schon bald vor einem Klavier baumeln. Bereits mit 5 Jahren bescheinigt ihm eine Musikakademie das absolute Gehör. Musik ist sein Ding, Popstar werden sein Ziel. Und Vorbilder gibt es auch. Ich glaube, sein wichtigstes Vorbild, was man auch in Texten und auch in verschiedenen Songs merkt, das ist David Bowie gewesen. Er hat ihn sehr verehrt, ist sogar extra nach Berlin gezogen für ein paar Jahre, weil er gehört hat, David Bowie wohnt auch irgendwie in Berlin und hat immer versucht, ihn zu treffen. Und das war auf jeden Fall sein großes Vorbild, auch dieses gelackte. Ja, Falco ist auch ein androgyner Typ. Das ist immer gut, wenn man eine Weltkarriere machen will. Schauen Sie sich die großen Stars an, die haben alle was Androgynes. Das heißt, sie sind für Männer und Frauen gleichermaßen anziehend. Fehlt nur noch ein fescher Künstlername. Der fliegt dem Bassgitarristen, der sich mit avantgardistischen Rockbands in der Wiener Musikszene austobt, am Fernsehbildschirm in Gestalt des DDR-Skispringers Falco Weißpflog entgegen, genannt der Falke. Ein Überflieger also, das passt. Ich habe mich also immer gefragt, was könnte ich denn im öffentlichen Leben für eine interessante Person darstellen? Designeranzug, dunkle Sonnenbrille, das Haar mit Gel zurückgekämmt, die Stimme dünkelhaft durchtränkt. So näselt sich Falco ab den 1980er Jahren als Solokünstler aus den spießig konservativen Niederungen seiner österreichischen Heimat in die Hitparaden. Ganz Wien! Mit ganz Wien, einem spöttischen Song auf die Drogenszene der Stadt, fixt er seine Fans an. Der Titel erreicht Kultstatus. Sein erster kommerzieller Erfolg wird die Single Der Kommissar. Deutschrap verhilft Falco zum rasanten Durchbruch. Na, ich bin hier zu Hause und ich bekenne mich zu einer Muttersprache und die ist Deutsch. 1, 2, 3 und das ist nichts dabei, aber wenn ihr euch erzählt Geschichte. Und nichtsdestotrotz, ich bin es schon gewohnt, im Divifunk, da läuft es nicht. Ciao. Er wollte eben auch die deutsche Sprache in die Popmusik reinbringen und hat durch den Kommissar ein Genre in Deutsch kreiert. Auch die Fanta 4 sagen, ja, ohne Falco hätte es uns nicht gegeben. Das war unser Startsignal, in diese Richtung zu gehen, also Deutsch-Rap zu machen. Und da war Falco tatsächlich der Erste. Kabine, dumm, oh, oh. Schau, schau, der Kommissar geht um. Er hat auch immer wieder das mit Englisch vermischt,
weil er auch sich selber als international empfunden hat. Ja, er wollte natürlich auch international Karriere machen. Alles klar, Herr Kommissar. Er hat ja mehr das Schönbrunner Wienerisch, also eine verfeinerte Art von Wienerisch zelebriert. Das war ein ganz bewusster Slang, den er ganz bewusst eingesetzt hat. Na, wenn nicht, dann nicht. In der Dreierkombination Englisch-Deutsch, deutscher Rap und eben dieses Wienerische dazwischen, das macht ihn eigentlich aus. Und das ist immer sein Markenzeichen auch gewesen. Dieser Fall ist klar, lieber Herr Kommissar, auch wenn Sie anderer Meinung sind. Der Schnee, auf dem wir alle talwärts fahren, kennt heute jedes Kind, jetzt das Kinderlied. Mit seinem snobistischen Sprechgesang, clever verschnitten mit Anglizismen, avanciert Falco zur Schlüsselfigur der neuen deutschen Welle. Seine erste Single, Der Kommissar, wird etwa 7 Millionen Mal verkauft. Die Musikbranche bebt, die Medienvertreter bibbern. Er war eben sehr arrogant und hat dann auch manchmal die Interviews einfach platzen lassen, weil er keinen Bock mehr hatte. Ist er einfach raus. Ja. Alexander Kerbst hat die Biografie von Falco intensiv studiert. Gemeinsam mit seiner Partnerin, der Schauspielerin und Sängerin Stefanie Kock, schrieb Kerbst das Drehbuch für das Musical über Falco, einem Exzentriker par excellence, einer Kunstfigur, die fasziniert und polarisiert. Falco ist getrieben von dem Wunsch nach Perfektion und praktiziert die kalkulierte Provokation. Er war so der letzte Macho in diesem Showgeschäft. Ja. Heute ist alles schön glatt gebügelt und Falco hat sich einen Scheiß darum gekümmert. Ja. Der hat einfach das gemacht, was er wollte. Und wenn das Leute nicht gut fanden, dann sagt er, na, dann jetzt ist es zu spät. Heute würde man sagen, ein Arschloch. Ja. Und er sagt selber im Interview, na, ich habe einen gewissen Ruf. Ja. Mein Ruf in der Branche, der geht natürlich von, naja, lassen Sie mich sagen, sehr, sehr schwierig bis hin zu absolute definite asshole. Und diesen Ruf gilt es, mit allen Mitteln zu verteidigen. Und das finde ich so faszinierend an dieser Figur, dass er eben nicht angepasst ist. Er ist ein Unangepasster in einem angepassten Geschäft gewesen, wie er selber gesagt hat. Falco from Austria kann sich Arroganz leisten. Mitte der 1980er Jahre ist er bereits ein Weltstar. Mit dem Song Rock Me Amadeus fliegt der Falke im Frühjahr 1986 an die Spitze der US-Billboard-Charts. Ein Kunststück, das bis heute keinem weiteren deutschsprachigen Sänger gelang. Zeitgleich zappeln Teenager in ganz Europa wochenlang zur schmissigen Pop-Rap-Hymne auf den Komponisten Mozart. Dazu muss man sagen, dass Falco selber diesen Song Rock Me Amadeus, der ja von den Bolland-Brüdern, das sind zwei holländische Produzenten, geschrieben wurde für ihn, den wollte er gar nicht singen. Er hat sich mit Händen und Füßen gesträubt. Not das, das will ich nicht, ja, von diesen Karsfressern. Und dann haben sie ihn mit Mühe und Not dazu gekriegt, das einzusingen. Und dann hat er noch ein bisschen rumimprovisiert und seine eigene Note noch mit reingebracht. Aber genau das wurde dann der Erfolg. Ja, dann kam noch Genie hinterher. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Der Videoclip zum Schlager Genie. Augenscheinlich handelt es sich um die Entführung, Vergewaltigung, Ermordung einer 19-Jährigen. Der Österreicher Falco. Wochenlang beschäftigen sich die Medien mit dem Lied. Das ZDF-Heute-Journal nimmt den Videoclip zu Genie auseinander. Radiosender boykottieren den Song. Textpassagen wie diese gelten ihnen als Indiz dafür, dass Falco hier ein Verbrechen besingt und beschönigt. Sie kommen dich zu holen. Sie werden dich nicht finden. Niemand wird dich finden. Du bist bei mir. Ich glaube, Falco wollte schon ein bisschen provozieren und wollte den einen oder anderen Text machen, der ein bisschen mehrdeutig war. Aber er wollte sicherlich nicht eine Vergewaltigung verherrlichen. Glaubt Schauspieler und Falco-Darsteller Alexander Kerbst. Die öffentliche Empörung vermochte den kommerziellen Erfolg der Single Genie nicht zu bremsen. Im Gegenteil. Bis zu 50.000 Mal ging die Skandalplatte zur Zeit der kritischen Berichterstattung über den Ladentisch am Tag. Bis heute gehört Genie zu den bekanntesten Hits von Falco und darf auch in keiner Musical-Vorführung fehlen. Im Zuschauerraum sitzen Fans mehrerer Generationen. Das ist wirklich ein Phänomen. Also
Falco war eben seiner Zeit wahrscheinlich auch musikalisch, auch von diesen ganzen Arrangements und von der ganzen Musikalität doch ein bisschen voraus. Erstaunlicherweise kommen eben 15-jährige Mädels und sagen, ich bin so Falco-Fan, kannst du hier unterschreiben und ich will noch ein Bild. Und die war noch nicht mal angedacht, da war er schon längst tot. Falco, der Falke, er lässt federn. Alkohol und Affären, Drogen und dumme Exzesse begleiten seine Karriere. Die ganze Welt rührt sich um mich, denn ich bin nur ein Egoist. Der Mensch, der mir am nächsten ist, bin ich, ich bin ein Egoist. Ich glaube schon, dass er eine destruktive Ader hatte. Und er hat auch immer am Limit gelebt. Er hat immer die Grenzen gesucht. Und er hat von sich selber gesagt, man lebt nur einmal. Und so wie ich lebe, ist einmal auch genug. Ich gebe meinem Ego täglich die spezielle Kur. Ne, meistens gebe ich mir gleich alles und am liebsten pur. Sure. Falco hockt trunken in Talkshows. Falco zündelt im Hotel. Falco zerlegt sich selbst. Zerfressen von Selbstzweifeln und Selbstmitleid. Was ist er denn? Was hat er denn? Was kann er denn? Was macht er? Er ist zerbrochen zwischen diesem Anspruch der Kunstfigur und dem kleinen Hans Hölzel, den keiner sehen wollte. Alle wollten nur Falco erleben. Und dann verkümmerte der Hans. Seine Ehe hält nur ein knappes Jahr. Seine einzige Tochter, die er abgöttisch liebt, weist einen Vaterschaftstest als nicht leibliches Kind aus. Hans Hölzel leidet. Hörst du die Stimme, die dir sagt? In den 1990er Jahren zieht sich Falco zurück in die Dominikanische Republik. Fern der Heimat mit ihrem grellen Blitz- und Scheinwerferlicht arbeitet der Österreicher in der Sonne an neuen Songs. Sein letztes Album mit dem Titelsong Out of the Dark erscheint, nachdem es um den Sänger endgültig dunkel geworden ist. Im Winter 1998 stirbt Falco bei einem Verkehrsunfall mit einem LKW. In seinem Blut werden große Mengen Alkohol und Drogen gefunden. Spekulationen von Fans und Medien sprießen, dass ein des Lebens müder Falco in den Tod fuhr. Da gibt es eine Zeile und diese Zeile heißt: Muss ich denn sterben, um zu leben? Und natürlich, wenn einer schon gerade gestorben ist und dann hört man so einen Text, dann denkt man, oh, vielleicht hat er das schon vorausgeplant, vielleicht hat er eine Todessehnsucht gehabt oder hat Selbstmord begangen. Es war einfach nur ein Zufall, weil er durch zu viele Drogen beim Autofahren eben einen Fehler gemacht hat, nämlich nicht nach links geguckt hat beim Abbiegen. Falcos tragischer Tod mit nur 40 Jahren erschüttert seine Fans und trägt bei zur Legendenbildung. Ex-Rennfahrer und Airline-Besitzer Niki Lauda fliegt den Leichnam seines Freundes persönlich heim. Motorradrocker tragen ihn auf dem Wiener Zentralfriedhof zu Grabe. Die Medien bebrüten anschließend jahrelang sein Lebenswerk. Warum? Nun ja, because er hatte Flair. Im Zeitzeichen erinnerte Steffi Tenhaven an Falco, der am 19. Februar 1957 geboren wurde. Redaktion Matti Hesse.